Wo kommt denn da die Musik raus? Von der Schellackplatte in die heutige Zeit, wo an sich sich auch noch eine Scheibe dreht, etwas schneller und auf andere Art Musik bringt. Na, die Schellackplatte war der Anfang. Man hat früher gemeint, ich müsste eine hohe Umdrehungszahl haben und war mithin nicht in der Lage dazu, die hohen Töne und den ganzen Tonumfang darauf zu bringen. Dadurch hat sich das grobe Material und die hohe Geschwindigkeit aussieht. Späterhin war das dann ein bisschen günstiger gelöst. Die Platte drehte sich langsamer, die Abstände der Rillen zueinander wurden kleiner. Dadurch konnte ich auf der Platte auch wesentlich mehr unterbringen. Und der Ton wurde vor allen Dingen reiner, weil die Schellackmasse ist ja mit Füllmittel, mit Bimsmehl und Ruß und weiß ich was da alle drin ist. Anfangs waren Faserreste mit drin. Und dann entstanden so Löcher, wo es nicht verschwunden war. Und späterhin die Vinylplatte, das ist ja ein glattes, reines Material. Da gibt es ja keine Schleifgeräusche mehr, wenn ich den Tonarm aufsetze. Denn das ist ganz einwandfrei. Nun sind es ja relativ alte Schallplatten, die Sie hier darstellen. Sowieso, das Gerät ist ja stromlos, wird aufgezogen und es könnte quasi ein Ersatzgerät für ein Kofferradio sein. Ist das so richtig? Ja, wenn man nicht den großen Ballast der Platten mitschleppen müsste, ne? Weil die Platten wiegen ja auch ein bisschen was, ne? Ja, jetzt mal eine andere Frage. Wie alt sind denn die Platten? Die Platten, das ist eine, die muss vor 1927 sein, die kleine hier. Die ist nämlich mechanisch aufgenommen, die ist nicht elektrisch aufgenommen. So wie ich es hier abspiele, über den mechanischen Vorgang, Schwingungen abnehmen und verstärken durch den Trichter, haben die umgekehrt früher in den Trichter rein, auf den Stichel, der hat dann die Funktion der Nadel gehabt und hat die Schwingung in der Platte verewigt. So hat das, also der Berliner nachher auf der Platte und der Amerikaner, der hat es ja vorher auf der Walze, ja. Ja, diese Walzengeräte sind ja der Vorläufer dieser etwas moderneren Technik, die sich ja über fast ein Jahrhundert gehalten hat. Das war ja immer der Wunsch der Menschheit, Geräusche, Sprache, Lieder, Musik und sowas zu konservieren. Mhm. Und das gab einfach keine richtige Möglichkeit. Man hat mit Wachs versucht, aber das war dann über 2-3 Mal benutzen, war nicht mehr verwendungsfähig. Mhm. Weil die Qualität einfach zu sehr abnahm. Und dann hat der, ich komme auf den Namen nicht, die Walzen rausgebracht hat, der Erfinder, komm nicht drauf, der unterlag natürlich der Schwierigkeit, dass die Walze nicht zu vervielfältigen war. Von der Platte kann ich einen Abdruck machen, Mutter, Vater, Sohn und pressen eine neue Platte, das geht bei der Walze nicht, weil ich dann, ich muss da irgendwie rauskommen aus dem Umfassenden, wenn ich das presse. Und das geht halt nur mit der Platte. Und das hat der Emil Berliner dann ausgewechselt und war aber immer davon abhängig, wie gut die Aufnahme ist. Nicht? Und die Aufnahme musste halt gut sein, damit sie auch nachher anhörbar ist. Dann können Sie ja auf dieses Gerät hier sehr stolz sein, denn es ist geputzt und gewienert und zeigt ist nicht, die... muss ich abstreiten, der ist so. Ja? Ich putze nicht und wienere nicht. Ich wisch mal ein bisschen Staub weg, aber sonst geputzt wird nicht. Ganz ehrlich. Ah, das heißt auf Deutsch gesagt, dass ich hier eine wirklich gute... gute Erhaltung. Ja. Gute deutsche Wertarbeit. Ja, von 1936 ist der Abnahmestempel im Motor drin, im Federmotor. Ne? Und ich putze und wienere daran nichts. Jetzt sehe ich hier Brunswick. Ja, Brunswick ist ja... zwar nicht neu, es gab es schon vorm Krieg. Ne? Und dann hier Elektrola, BK, Linde, Continental. Jetzt sind sie, hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich was zurechtgelegt. Die Deutsche Grammophon war in Berlin-Kreuzberg zu Hause.
in der Schlesischen Straße. Da war auch die Gloria von Linz. Es kann sein, dass ich das verwechselt habe. Elektrola war in Potsdam-Babelsberg, ja. Nova Ves hieß das früher. Mhm. Wo die Deutsche Grammophon zu Hause war, muss ich lügen, weiß ich nicht. Mhm. Entzieht sich im Augenblick meiner Kenntnis. Da muss das Gloria gewesen sein, denn man kann heute noch, falls es nicht umgetüncht worden ist, an einem Haus, und zwar Schlesische Straße 28, hinten an der Wasserseite die Reklame erkennen. Ja? Ist ja witzig. Das habe ich auch mal irgendwann fotografiert, vielleicht werde ich ihn mal raussuchen und ihn zur Verfügung stellen. Das ist ein, die Tüten, die Höhlen, wo die Platte drinsteckt, die bilden oft hin und wieder mal das Gebäude ab und da steht drauf Schlesische Straße, ich weiß nicht die Hausnummer, 28? Ja, 28, ja. Das könnte sein, ja, ja. Ist ja witzig. Und wie lange sammeln Sie schon diese Artikel? Ich würde mal sagen, vorsichtig ausgedrückt, 10, 12 Jahre. 10, 12 Jahre. Ja. Wahrscheinlich ist ein bisschen länger. Richtig massiv gesammelt habe ich früher nicht. Wenn ich was gekriegt habe, habe raufgeguckt, habe mir angehört, ja, gefällt mir, habe ich es aufgehoben. Ne? Ja. Alles andere dann weggegeben. Aber jetzt kann ich schon nicht mehr über den Flohmarkt gehen, ohne nicht nach einer Schellackplatte zu gucken. Aus der vordersten Sucht geworden. Ja, also, quasi. Kann man, muss ich hinnehmen, ja. Ist nicht abzustreiten. Vielleicht mal noch eine Frage. Seit wann sind Sie hier auf der Ausstellung vertreten? Wir sind das vierte oder fünfte Mal, glaube ich. Ich war schon ein paar Mal in der Zeitung drin. Und macht Spaß, ja? Ja, sicher, sonst wäre ich ja nicht hier. Dann wünsche ich Ihnen fürs nächste Mal viel Glück. Jo, danke schön, Ihnen auch.